da sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und Jesus sprach zu ihnen: Ihr werdet euch in dieser Nacht alle um mich ärgern, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen. Schafe werden sich zerstreuen. Zu ihm. Und wenn sie sich alle ärgerten, so wollte ich mich doch nicht ärgern. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe denn der Hahn zweimal kräht, dreimal verleugnen. Er redet aber noch weiter: Ja, wenn ich mich dir aussterben müsste, wollte ich dich nicht verleugnen. Dasselbe Gleiche sagten sie alle. Und sie kamen zu dem Hofe mit Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern: Setzet euch
Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen und sprach: Die Erde und betet, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde vorüberginge, und sprach: Und fand sie schlafend und sprach zu Peter: Simon, Simon, schläfest du? Vermöchtest du denn nicht, eine Stunde mit mir zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und ging wieder hin und sprach dieselben Worte und kam wieder und fand sie abermal schlafend und ihre Augen waren voll Schlafs und wusste nicht, was sie ihm antwortete. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr nun schlafen und ruhen? Es ist genug, die Stunde ist kommen. Siehe, des Menschen Sohn, wie sie will antwortet, es sind der Hände. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe,
bald, ah, er noch redet, kam er zu Judas der Zwölfen einer und einen großen Schar mit ihm, mit Schwerten und mit Stangen von den hohen Priestern und Schriftgelehrten und Ältesten. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: Fällt ihr nicht groß an wieder, der ist's, den greifet und führet ihn gewiss. Und da er kam, trat er bald zu ihm und sprach zu ihm: Küsset ihn. Oh.
legten ihre Hände an ihn und griffen ihn. Einer aber von denen, die dabei stunden, zog sein Schwert aus und schlug des Hohenpriesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Jesus antwortet und sprach zu ihnen: Ihr seid ausgekommen als zu einem Mörder, mit Schwertern und mit Spangen mich zu fallen. Ich im Tempel bei euch besessen, habe gelehret, und ihr habt mich nicht gegriffen. Und die Jünger verließen ihn alle und flohen. Und es war ein Jüngling, der folgte ihm nach, der war mit Leinwand bekleidet auf der bloßen Haut. Und die Jünglinge griffen ihn, er aber ließ die Leinwand fahren und floh bloß von ihnen. Und sie führten Jesu zu den hohen Priestern und Ältesten und Schriftgelehrten. Petrus aber folgte ihm nach von ferne, bis hinein in des hohen Priesters Palast, und saß bei den Knechten und wärmete sich bei dem Licht. Aber die Hohepriester und der ganze Rat suchten Zeugnis wider Jesu und fanden nichts. Viel gaben falsches Zeugnis wider Jesu, aber ihr Zeugnis stimmte nicht überein. Und etliche stunden auf und gaben falsches Zeugnis wider ihn und sprachen: Stimmet noch nicht überein. Und der hohe Priester stund auf unter ihnen und fragete Jesu und sprach: Antwortest du nicht zu dem, was diese Feder die Zeugen? Er aber schwieg stille und antwortete nichts. Da fragte ihn der hohe Priester abermal und sprach zu ihm: Bist du Christus, der Sohn des Gottgelobten? Jesus sprach: Ich bin's, und ihr werdet sehen, des Menschen Sohn sitzen zur rechten Hand der Kraft und kommen mit des Himmels Wolken. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Was fragen wir weiter zu? Habt gehört die Gotteslästerung, was dunkelt euch? Sie aber verdammten ihn alle, dass er des Todes schuldig wäre. Da
Fingern an etlicher ihn zu verspeien und mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen. Und die Knechte schlugen ihn ins Angesicht. Petrus war da nieder in dem Palast. Da kam des hohen Priesters Mägde eine, und da sie sah Petrum sich werben, schauete sie ihn an und sprach: Und du warst auch mit Jesu von Nazareth. Er leugnete aber und sprach: Ich kenne ihn nicht, weiß auch nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof, und der Hahn kräht, und die Magd sah ihn und hub abermal an zu sagen denen, die dabei stunden: Dessen ist der eine. Und er leugnete abermal. Und nach einer kleinen Weile sprachen abermal zu Petru, die dabei stunden: Falsch, du bist der fing an, sich zu verfluchen und schwören: Ich kenne des Menschen nicht, von dem ihr saget. Und der Hahn krähe zum anderen Mal. Da gedachte Petru an das Wort, dass Jesus zu ihm saget: Ehe der Hahn zweimal krähet, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er hob an zu Jetzt um die Wetter, mein Erbarmen.
Hielten die hohen Priester einen Rat mit den Ältesten und Schriftgelehrten, dazu der ganze Rat, und banden Jesu und führten ihn hin und überantwortet ihn Pilato. Und Pilatus fraget ihn: antwortete und sprach: Du sagst. Und die hohen Priester beschuldigten ihn hart. Pilatus aber fragte ihn abermals und sprach: Antwortest du nichts? Siehe, wie hart sie dich verklagen. Thank you.
antworte nichts mehr. Also, dass sich auch Pilatus verwunderte. Er pflichte aber ihnen auf das Osterfest einen Gefangenen loszugeben, welchen sie begehrten. Es war aber einer genannt Barabbas, gefangen mit den Aufrührischen, die im Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und das Volk ging hinauf und bat, dass er tät, wie er pfleget. Pilatus aber antwortet ihnen: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er wusste, dass ihn die hohen Priester aus Neid überantwortet hatten. Aber die hohen Priester reizeten das Volk, dass er ihnen viel lieber Barabbam losgebe. Pilatus aber antwortet wiederum und sprach: Was wollt ihr denn, dass ich teure dem, den ihr schuldiget, er sei der König der Juden? Sie schrien abermals: Sprach zu ihnen: Was hat er denn um das getan? Aber sie schrien noch viel mehr: Kreuzige ihn! Kreuzige Thank you.
Jesus aber gedachte, dem Volk genug zu tun, und gab ihnen Barabbam los und überantwortet ihnen Jesus, dass er gegeißelt und gekreuziget würde. Die Kriegsknechte aber führten ihn hinein in das Richthaus und riefen zusammen die ganze Schar und zogen ihm ein Purpur an und flochten eine Dornenkrone und setzte sie ihm auf und fingen an, ihn zu grüßen. Gegrüßet seist du, mit dem Rohr, und sie speierten ihn und fielen auf die Knie und beteten ihn an. Und da sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpur aus und legten ihm seine eigenen Kleider an und führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten und zwangen einen, der vorüberging, mit Namen Simon von Cyrene, die vom Felde kam, der ein Vater war, Alexandri und Rufi, dass er ihm das Kreuz nachtrüge. O,
sie brachten ihm an die Stätte Golgatha. Das ist verdolmetscht Schädelstätt. Und sie gaben ihm Myrrhen im Wein zu trinken, und er nahm nicht zu sich. Schmerzen.
da sie ihn gekreuziget hatten, teileten sie seine Kleider und warfen das Los drum, welche etwas bekäme. Und es war um die dritte Stunde, da sie ihn kreuzigten. Es war oben über ihm geschrieben, was man ihm Schuld gab, nämlich ein König der Juden. Und sie kreuzeten mit ihm zwene Mörder, einer zu seiner Rechten und einen zur Linken. War die Schrift erfüllt, die da sagt, er ist unter die Übeltäter gerechnet. Und die vorübergingen lästerten ihn und schüttelten ihre Häupter und sprachen, die hohen Priester verspotteten untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, Christus, Herr, du bist mein Herr, und König von Israel. Es ist Christus, Herr, du bist mein Herr, und König von Israel.
gekreuziget waren, schmäheten ihn auch. Und nach der sechsten Stunde war eine Finsternis über das ganze Land, bis um die neunte Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus laut und sprach: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etliche, die dabei stunden, da sie das hörten, sprachen sie: Steckte ihn auf ein Rohr und tränket ihn und sprach: Halt, mal sehen, ob Elias komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie laut und meinen Mund und lass mich.
Dude.
Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stück, von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stund ihm gegenüber und sah, dass er mit solchem Geschrei verschied, sprach er: Völlig diese ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren auch Weiber da, die von fern solche schaueten, unter welchen waren Maria Magdalena und Maria des kleinen Jakobs und Joses Mutter und Salome, die ihm auch nachgefolget, da er in Galiläa war und gedient hatten und viel andere, die mit ihn hinauf gen Jerusalem gegangen waren. Und am Abend, dieweil es der Rüsttag war, welcher ist der Vorsabbat, kam Josef von Arimathea, ein ehrbarer Ratsherr, welcher auch auf das Reich Gottes wartete, der wagt und ging hinein zu Pilato und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus aber verwundert sich, dass er schon tot war, und rief den Hauptmann und fraget ihn, ob er schon gestorben wäre. Und als es erkündet von den Hauptmann, gab er Josef den Leichnam. Das war in einen Felsen gehauen.
setze einen Stein vor des Grabes Tür. Aber Maria Magdalena und Maria Joses schaueten zu, wo er hingelegt war.